Oha, es schneit. Ah, wir sind wieder mit Kara unterwegs. Alice und Luther. Wusste ich doch, dass er Luther hieß. Kann gar nicht ablesen. Wusste ich doch. Aber wir vertrauen Luther nicht. Wir vertrauen keinem. Oder? Die Leute, die wir treffen wollen. Woher weißt du von ihnen? Von den Androiden in Slatkos Haus. Sie sprachen von Menschen, die Androiden über die Grenze bringen. Wenn's gelogen war? Oder noch eine Falle? Oh. Ich weiß nur, dass die Androiden es glaubten. Bis Slatko sie umbrachte. Gut, dass Slatko ein Auto hat. Ja, gut. So muss Alice nicht wieder durch die Kälte. Er stand immer in der Garage. Ich weiß nicht, ob Slatko es jemals benutzt hat. Schalten wir doch mal ein. Der AX-400-Android, der seine Besitzer in einem Vorort Detroits angegriffen haben soll, ist noch flüchtig. Die ja, das bin ich. Halt dein Maul. Der Konflikt in der Arktis hat heute eine neue Fehlfunktion festgestellt. Notfallbremsen aktivieren. Ach, nein. Das noch. Auch das noch. Wir kriegen auch keine... Ja, auch kein Glück. Haben auch das einfach sieht kein gut aus. Glück. Bleib sitzen, Alice. Überprüfe den Automotor. Ja klar, ich bin ja jetzt Mechaniker. Billigmodell, das ich Todd leisten konnte. Boah, der wird sich auskennen. Ja, wahrscheinlich so preiswert, selbst wenn ich es mal konnte, haben sie es mir noch von Hand rausprogrammiert, weil sie missgünstig sind. Was sollen wir jetzt machen? Eine Unterkunft finden. Keine Ahnung. Zu Fuß gehen, schätze ich. Es ist eiskalt. Alice schafft das nicht. Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Ja, gucken wir uns Hier doch um. Gibt es keinen Platz zum Übernachten, Kara. Ach, gibt immer was. Hier, yeah, ein Piratenkäfig oder was auch immer Cove heißt, weil Cove ist nicht Cave. Käfig heißt es nicht. Da drüben. Ja. Einfach der Piratenpark. Es wurde im Deutschen so übersetzt, weil es da eine schöne Alliteration ist. Das ist der Piratenpark. Arr. Also ab in den Piratenpark. Arr. Wir brauchen eine Unterkunft. Wir müssen aus der Kälte raus. Scheint schon länger geschlossen zu sein. Aber kein Problem, Luther. Wir nehmen uns hier mal frei und gucken uns hier um, was es hier so gibt oder gab und geben wird. Luther, mach ein falsches Ding mit Alice. Das war's für dich, ja? Ich trau dir nicht. Nur damit du dich erinnerst. Ich traue niemandem. Hey, Luther, hast du verstanden? Ich dir nicht traue, Luther. Was gefunden? Nein, nichts, wo wir übernachten können. Sicher. Können wir mal hier gucken. So, überprüfen wir das hier. Sieht aber auch nicht viel besser aus, ne? Ne. Sieht auch nicht viel besser aus. Windig für Alice, ja. Nicht zu. Muss Alice laufen machen. Denn hier? Androide? Hi. Versuchen wir dich doch. Eingefroren. Willkommen im Piratenland, meine Lieben. Hier haben alle einen Mordspaß.
Willkommen im Piratenland, meine Lieben. Hier haben alle einen Mordspaß. Uiuiuiuiuiui. Hinter uns ist der Kraken aktiv. Hier. Kraken aus dem Wasser. Das Boot wird versenkt. Los. So, wischen wir mal hier frei. Was auch immer das bringt. Wieder die gleiche Karte. Hat uns jetzt nicht geholfen, Alice. Aber hast du schon gewischt? Da hinten ein großer Totenschädel. Ah, tot. Einschalten. Aber die Gefahr lauert dort, wo man sie nicht vermutet. Ja, das habe ich mitbekommen. Das ist irgendwie so das Schicksal von Kara. Ständig irgendwo in Gefahr zu geraten, ne? Würden wir noch das hier. Klein für uns drei. Dann geht das ja nicht. Wir brauchen Platz. Dass am Ende nur Alice warm. Dass am Ende nur Alice warm hat. Da! Weiter. Hier fällt alles auseinander. Oder so. Wird nicht leicht, einen Schlafplatz zu finden. Ah ja, nicht so pessimistisch, mein Freund, okay? Nächste Ecke, die ich überprüfe, wird ein Schlafplatz sein. Hier gucke ich jetzt ins Fenster rein und das wird super aussehen. Sieht drinnen sicher aus. Ja, sag ich doch. Den verlassenen Laden. Ich habe noch irgendwo eine Option, die ich nicht gesehen oder genutzt habe bisher. Toll. Okay. Betrete ich wohl den verlassenen Laden? Hier vorne mit Luther. Treten wir den. Machen wir hier alles ab. Ich mach das. Sehr gut, Luther. Sehr gut. Trotzdem vertraue ich dir nicht. Niemals! Niemals! Eieiei. Na bitte. Wenn du die Tür kaputt machst, kommt die Kälte rein. Ich hoffe, das weißt du, Deppali. Wir werden nichts Besseres finden. Aha, sagst du so. Machen wir es uns gemütlich. Ich mache ein Feuer an. Oh, hier können wir was lesen. Was sagt es denn? USS Iowa vermisst. US-Schiff zuletzt in der Antarktis gesichtet. Eieieiei. Gucken wir mal. Und mal raus. Nur Eis. Nehmen wir uns das doch. Ist doch eine schöne Decke. Oh, ein Piratenkissen. Mensch, das ist ja richtig Glück, Alice. Richtig Glück hast du heute, Alice. Das ist ein nicht beleuchtet. Dann stört uns der Rauch nicht so. Das ist eine gute Idee, dass du das Feuer im Ofen machst. Du warst bestimmt ein teures Modell. Richtig teures Modell gewesen sein. Alice? Ein echter Ofen. Du Genie. Einfach Feuer im Ofen gemacht. Genie! Nicht hinbekommen. Wir hier?
Familienbild. Leute im Piratenpark einfach nur glücklich sind. Und aber hier weiter rum. Ja, die Theke. Ich glaube, da ist. Ja? Öffnen wir den Sarg. Eine Waffe. Überprüfen wir doch. Brauchen wir. Die brauchen wir definitiv, die Waffe. Sonst noch was? Ne, das ist nur das Magazin wieder, ne? Ja. Dann ist Alice die einzige Option, die wir haben. Hallo Alice. Glaubst du, wir sind eines Tages wie sie? Realistisch, oder? Aber ich bin ja nicht zu ihr. Wenn wir über die Grenze sind, fangen wir neu an. Du kannst in die Schule. Vielleicht finde ich einen Job. Genau. Vielleicht. Wie alle anderen. Vielleicht aber auch nicht. Dass wir beide zusammen sind. Das ist alles, was zählt. Oh, deine ist so Na, süß. Komm. Es ist Zeit fürs Bett. Dann wärmen wir dich mal auf. Wir haben alles gefunden, was du brauchst. Oh, wir geben ihr ein Küsschen. Wir sind voll lieb. Schlaf gut, Alice. Erzählst du mir eine Geschichte, Kara? Klar. Ich habe 9000 Kindergeschichten gespeichert. Mir sollte eine einfallen. Es war einmal eine Prinzessin. Es war einmal eine kleine Prinzessin, die... Nein, nicht so eine Geschichte. Eine nur für mich. Nur für dich. Es war einmal... ein kleines Mädchen, das allein in einem großen, alten Haus lebte. Es wollte so gern wie die anderen Mädchen sein, aber... es wusste, das war nicht möglich. Dann traf es einen Roboter. Der auf Gehorsam programmiert war. Aber dieses Mal nicht mehr gehorchen wollte. Die beiden beschlossen, zusammen wegzulaufen. Und Todd zu erschießen. Um ein besseres Leben zu finden. Unterwegs lauerten sehr große Gefahren, aber... sie hielten zusammen. Und konnten so alle überwinden. Unterwegs trafen sie ein Roboter. Einen anderen Roboter, der die beiden auf ihrer Reise begleiten wollte. Wie geht die Geschichte zu Ende? Na, es ist ein Kind, wir lügen. Sie fanden den Ort ihrer Träume und lebten dort glücklich zusammen. Geschichten haben immer ein gutes Ende. Aber in echt ist das nicht so. Eieiei, Alice, jetzt beschwörst du nicht hinauf. Aber erst mal schlafen. Morgen liegt wieder ein sehr langer Tag vor uns. Kommst du und sagst mir gute Nacht, Hilfe? Ja. Ja, natürlich. Alice, dein Vertrauen ist gefährlich. Du kannst Luther nicht trauen. Nacht, Alice. Schlaf gut.
So, und dann reden wir noch fix mit Luther. Ein liebes Mädchen. Ja. Sie ist sehr tapfer. Schnee. Es schneit noch. Das wird ein weiter Weg. Wir sollten früh los, wenn wir nicht entdeckt werden wollen. Weißt du schon, was du machen willst in Kanada? Ich habe noch nicht darüber nachgedacht. Ich war ja noch nie frei. Frei. Mir gefällt, wie das klingt. Aber ich weiß noch nicht, was das bedeutet. Kara. Ist dir jemals was aufgefallen? An Alice? Oh oh. Nein. Was meinst du? Natürlich dürfen wir nicht glücklich sein. War viele. Alice beschützen. Ich kann sie leider nicht alle erschießen. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Lasst uns in Ruhe. Hab keine Angst. Wir tun euch nichts. Wir sind wie ihr. Wir heißen Jerry. Wir haben hier im Park gearbeitet. Wir wollten euch nicht erschrecken, aber manchmal kommen Menschen, um uns weh zu tun. Da wollten wir nachsehen. Was macht ihr hier? Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Morgen sind wir wieder weg. Ein Mädchen? Wir haben lange keins mehr gesehen. Kinder waren so gerne hier bei uns. Sieht traurig aus. Die letzten Tage waren schwierig. Wir haben etwas für sie. Etwas Lustiges. Wird ihr gefallen? Will sie es sehen? Oh, ich glaube nicht. Dann soll sie mitkommen. Ich glaube nicht, dann soll sie mitkommen. Alice, du kannst doch nicht einfach jemandem vertrauen. Nein, Alice. Mach nur Probleme. Jetzt kriegst du mir mit Luther fremd. Wo ist die Waffe? Vielleicht nicht zur Waffe greifen. Ah, Alice, jetzt bin ich wieder gut genug. So, ich mache, was du willst. Hm? Komm, wir gehen wieder rein. Sei unser Gast. Ich aktiviere das Karussell. Okay. Schalten wir es doch ein. Die Kleine geht bitte an Bord. Das Karussell wird sich gleich drehen. Alice, das ist gefährlich, was wir hier machen. Vielleicht ist es eine Falle. Aber wie du willst. Sie lächelt zum allerersten Mal. Bisher gab es ja auch nicht viel zu lächeln. Hm.
Gruppe hat einen stillen gemeinsamen Moment. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Eine Kneipe. Irgendetwas habe ich schon wieder übersehen in der Kneipe. Naja. Naja. Egal. Das war dieses Kapitel. War doch mal schön für Alice. Hat sie mal kurz Pause bekommen von der ganzen sonstigen Scheiße. Sprechen. Bis bald.